Dafür. Musste. Und. 15, 14. War gut. Lässt sich Sampras nicht entgehen. Volles Risiko zwar, da war ganz knapp. Der Rückhand von Sampras. Spiel Sampras. Tief angesetzten Volleys von Edberg, nicht mehr druckvoll. Formsache. Und hat hier ganz leichtes Spiel. 30 Minuten. 40, 15. Oh. Spielen der erste Satz, Sampras, 6-3. 6-3. Da kommt Stefan Edberg einfach nicht mehr schnell genug nach, viert eine solche Situation. Und da hat er in der Regel keine Chance mehr. Mal hier, da kam er aus vollem Lauf. Und dennoch schlägt er den Ball optimal kontrolliert. Spiel Sampras. 30-0. Sind beide. Plötzlich 15. Spiel Sampras. Spielt Edberg lange Zeit gut mit. Und jetzt verändert große Sympathien, gerade hier ohne Unterbrechung. Aber ich fürchte, das wird nicht viel helfen. Cross-Stopp-Versuch von Edberg. 30-15. 40-30. Neun Bälle. Oh. 15-0, 15 lang. Jedenfalls nicht im Resultat des Matches. Ah, da kommt er einfach nicht mehr ran. Einstand. Vorteil Sampras. Einstand. Vorteil Sampras. Oh. Spielsatz und Sieg Sampras. 6-3, 6-2. 6-3, 6-2. 6-3, 6-2 gewinnt der Weltranglisten-Zweite Pete Sampras, zieht damit in die Runde der letzten 16 ein, in einem Duell zwischen zwei der erfolgreichsten Spieler in der Tennisszene und den Vertretern zweier Tennis-Generationen. Der Jüngere hat letztlich doch deutlich aufgrund seines schnelleren, härteren, konsequenteren Spiels gewonnen.